Ja, wir stehen hier mit ungefähr 50 Beschäftigten aus dem Klinikum links der Weser. Und hier wird gefordert, dass es genug Schutzausrüstung gibt, dass es eine Prämie gibt, also eine 1.500 € Prämie wurde gefordert und dass sie auch endlich ausbezahlt wird. Außerdem wurde gefordert, dass 500 € mehr dauerhaft gezahlt wird und dass es vor allem endlich mehr Personal gibt, dass eine verbindliche Personalrichtlinie beschlossen wird nach Bedarf und dass es eben nicht die ganze Zeit Personalmangel gibt wie zuletzt. Und vor allem auch, dass die Fallpauschalen abgeschafft werden und es ein ausfinanziertes Gesundheitssystem gibt. Habt ihr mal geguckt auf eure Gehaltsabrechnung? Ja. Habt ihr nicht gefunden, ne? Ja, wir auch nicht. Dass der tariftreue Arbeitgeber Gesundheit Nord zahlt auch diese Infektionszulage zurzeit nicht aus. Vor der Corona-Krise hatten wir einen Fachkräftemangel. Jetzt sind wir in der Krise und jetzt soll sozusagen das Elektivgeschäft wieder hochgefahren werden. Das heißt, wir haben eine Corona-Bereitschaft und müssen die Patientinnen und Patienten normal wegversorgen. Wir haben eine Doppelbelastung, das geht so nicht. Wir fordern Personalbemessung, das heißt, es muss klar sein, wie viele Kolleginnen und Kollegen im Frühdienst, im Spätdienst und im Nachtdienst anwesend sind, und zwar im Vorhinein, damit die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen erträglich ist. Über einen gewissen Zeitraum sicherlich aufrechterhalten, aber wenn man keine Perspektive hat, dass das eventuell irgendwann aufhört oder man dafür entschädigt wird, ist das noch viel schwieriger. Deshalb ist es wichtig, dass zum Beispiel alle möglichen Überstunden exakt aufgeschrieben werden, notiert werden und dass dafür gesorgt wird, dass diese Überstunden nicht irgendwie hinten runterfallen, sondern entweder als extra Zuschlag ausgezahlt werden. Oder zum Beispiel, und das hoffe ich, wenn bald die Pandemie in irgendeiner Weise vorbei ist oder zurückgeht, sich als Freizeitausgleich erstatten lassen können. Ja, hallo. Wir sind von der Sozialistischen Alternative und wir stehen heute hier vor dem Krankenhaus im Uniklinikum in Köln, weil heute ist der 12. Mai, das ist der internationale Tag der Pflege. Und wir wollen uns gerne solidarisch zeigen mit den Beschäftigten im Krankenhaus, insbesondere den Pflegekräften, die auch zu normalen Zeiten schon mehr leisten, als sie bekommen und in der Corona-Krise noch deutlicher wird, wie systemrelevant sie sind.
heute hier vor dem Asklepios Klinikum in Hamburg-St. Georg. Ein Klinikum, was privatisiert worden ist gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung. Jetzt wird dort Profit gemacht mit unserer Gesundheit. Wir fordern die Rekommunalisierung privatisierter Kliniken und die Verstaatlichung. Wir stehen heute hier in Hamburg vor dem Asklepios Krankenhaus St. Georg, weil wir der Meinung sind, es kann nicht sein, dass Profite mit unserer Gesundheit erwirtschaftet werden. Die 35.000 Beschäftigten vom Asklepios-Konzern haben allein 2019 über 170 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, der in den Taschen von Aktionären und Bossen landet, anstatt in den Taschen der Pflegerinnen und Pfleger, der Reinigungskräfte, der Menschen, die das Essen machen in den Kliniken etc. etc. Dass ich hier was sagen darf. Ich habe überlegt, wie steige ich ein, und meistens fängt man ja dann so an, mit seine Situation zu schildern, aber da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Das machen wir seit Jahren, zu sagen, wie schlecht es in den Krankenhäusern ist, wie schlecht die Situation und auch die Bezahlung ist in den Pflegeheimen, vor allen Dingen in der Altenpflege. Ich bin eigentlich jetzt hier, um einfach mal zu fordern, was wir jetzt wollen. Das ist natürlich mehr Geld, keine Frage, und für viele meiner Kollegen wäre es auch endlich mal ein ordentlicher Tarifvertrag. Wir fordern jetzt endlich, dass da mal hingeguckt wird, dass mal eine gesetzliche Personalbemessung kommt, dass da mal ordentliche Gesetze kommen, die sagen, so und so viele Pflegekräfte braucht es für so und so viele Patienten. Und nicht, dass jeder Arbeitgeber sich das selber ausdenken kann. Ja, das führt dann zu Situationen, dass man nachts alleine ist mit 40 Patienten. Ich muss nicht sagen, was da alles schief gehen kann und auch schief geht.